diese Atmosphäre, haben wir uns gedacht, bringen wir für einen Tag nach Wien. Das heißt, ich bin das Ganze schon ein paar Mal gesprungen, ich habe mir das angeschaut. Ich habe geschaut, wenn ich bei meinem maximalen Gleitwinkel fliege, dann habe ich die Sicherheitsreserve und bin da gut drüber. Aber man muss natürlich immer den Sicherheitsaspekt beachten. Und ich habe ja damals Gedanken drüber gemacht. Meine Kinder waren klein und deswegen habe ich es nicht wiederholt. Finde ich schön. Also ich mag einfach diese Bildsprache ganz gern. Ja, ich muss gestehen, es ist mein erster Bergfilmabend. Insofern habe ich keinen Vergleich, aber bisher fällt es mir sehr gut und die Stimmung ist super. Ja, ist auch schon interessant, das drumherum, weil das eigentlich kommt nirgendwo anders vor und das sieht man halt wirklich nur hier. Und das ist auch sehr interessant, also was da rundherum passiert, ja. Eigentlich genau deshalb, weil es einmal was anderes ist, nicht das, was man eh schon gewohnt ist von einem Bergfilmfestival. Dass wir immer, wenn es so ein Sportfilmfestival gibt, dann machen wir zwar das gemeinsam. Das ist unsere Freundschaft. Genau, das ist unser Hobby. Also ich glaube, was das Sportliche betrifft, sind es durchaus die Actionfilme, aber persönlich hat mir sicher auch der Islandfilm am besten gefallen, weil einfach die Ästhetik eine andere ist und der Zugang mit dem quasi Natur und die Verbundenheit zur Natur.